Stellenwert der Tonkünste wird immer wieder unterschiedlichen Gewichtungen zugeordnet. In Oberpullendorf im Burgenland wird Keramik im Steinbruch präsentiert. Keramiker aus ganz Europa stellen ihre Kunstwerke in dieser eindrucksvollen Landschaft aus. Für den Besucher entsteht so ein Kunst- und Naturerlebnis. Alexander, this is one of your most famous works. What does this exhibition mean to you? Welche Bedeutung hat für dich diese Ausstellung und so ein Werk zum Beispiel? First of all, I would like to say thanks to the organizer of exhibition because it's very, very responsible for me. Yes, and it's very nice opportunity to be here between these strong artists because it's, I see it's very, very high quality artists. I informed that I took part a lot of different events. The same. I cannot say this because I don't keep in my mind so many sentences. No. Er schätzt es, dass er hier eingeladen worden ist und dass er bei dieser Ausstellung mit dabei sein kann, denn hier ist eine hohe Qualität geboten an Werken. About this work, I combined different culture, but it's more or less it's the same what I do in Kazakhstan. Mm-hmm. But environment in Austria, it inspired me. I add some special things, what I mean. Dieses Werk präsentiert eigentlich zwei Kulturen. Einerseits ist das die Kultur von zu Hause, von seinem Land, und er wird hier sehr inspiriert, hier in Österreich, und das wirkt sich natürlich auch bei dieser Arbeit aus. For my time I took part in different events, but I think it's this place, it's one of the best, because it's very nice environment. Mm-hmm. This is mountains, this stones, lake, everything around, it's very, very inspired me, for example. Yeah. Er sagt, hier ist es so, dass die Umgebung passt, dass die Wand ihn unglaublich inspiriert und dass es einer der besten Ausstellungen ist, wo er schon einmal gewesen ist. Denn er ist ja doch weltweit unterwegs. It's also very nice for me because spectators, I see a lot of open mind faces. Mm-hmm. For artists it's very, very important. This conversation between artist and customer is very, very important. Er sagt, dass der Austausch von Kundschaft unter Anführungszeichen und Künstler sehr, sehr gut ist, sehr offenherzige Menschen, die da sind, und er spürt auch das große Interesse, das man einem Künstler entgegenbringt hier in diesen, nicht nur in diesem Areal, sondern in diesem Land. Yes. I my conversation with local people and they very, very educated in ceramic. This is very wonderful to me. Yeah. Er meint, er ist nicht erstaunt, sondern es freut ihn, dass auch TV-Stationen sehr, sehr gebildet sind und von Keramik sehr viel verstehen und sich auch dafür interessieren. Das merkt man auch schon an der Fragestellung, die sehr gescheit ist und wo man weiß, aha, die wissen sehr viel Hintergrundinformation. I can compare this interesting of local people. Like interesting in Japan. When I do in Japan, the same. Ja, in Japan ist die gleiche Situation. Die Leute gehen auf den Keramikkünstlern sehr, sehr offen zu und verstehen auch sehr viel und versuchen zu verstehen und zu lernen. Das ist ja eigentlich hier, das möchte ich jetzt von mir sagen, Pionierarbeit, was diese Künstler leisten. Denn sie tragen dazu bei, dass unsere Leute das auch verstehen. I just told him that this is kind of
pioneer. Mm-hmm. What you do because you contribute to so that the people can learn a lot about the artist, about this kind of yes, art. Yes. And it's very necessary. Yeah? I think so. It's time for this. And yes, those artists are precious for our country, precious for me. Yes, for me it's also. It's very, very, very nice position. It's horse, I make it here. It's Pegasus. It's special for Austria, I make it. It's a new one for me. Das ist eine ganz neue Arbeit, ist Pegasus. We say Pegasus. Und es ist ein spezielles Tier, das bedeutet ihm viel. Das ist auch der Einfluss von Österreich auf seine Kunst. This is my wife, we visited the Kunstmuseum in Vienna. Yeah. And after I saw a lot of wonderful new for me things. Mm-hmm. And after I made this, look like the allegory of art. Yeah. Pegasus. Sie waren in Wien in einem Kunstmuseum und da waren sie so begeistert, dass er natürlich das Pferd ist als eine Allegorie und dass er das wieder darstellen konnte nach diesem Besuch. Das war ihm wichtig. Das ist praktisch ein Feedback zu dem, was er gesehen hatte. What does ceramic and composing ceramic objects mean to you? What is it's my style of life. It's part of my life. Of it's expressing it's, yes. yourself. Yes, yes. Yeah. It's part of my life. It's very important part of my life. It's and for example now mm-hmm. I discover this Austria. It's new for me country, but I hope this collaboration with artists, vocal artists, will be continued. I hope it will be okay. Yeah, es ist für ihn eine Lebensnotwendigkeit. Keramik bedeutet ihm viel, er kann sich am besten so ausdrücken. Und wenn er in anderen Ländern ist, wie jetzt zum Beispiel in Österreich, dann möchte er das einfließen lassen in seinen Werken.